Hey Leute, willkommen zu der Staffel 2 der WM-Koop Torwartkarriere zusammen mit Jan. Hi! Was geht? Hi! So, und zwar spielen wir wie gewünscht mit Brasilien. In der letzten Staffel haben wir ja mit Spanien gespielt. Die Playlist rechts oben am E verlinkt, falls ihr die alten Folgen noch nicht gesehen habt, beziehungsweise die erste Staffel. Einfach mal ein bisschen durchklicken, würde mich freuen. Außerdem ist rechts oben am E natürlich Jans Kanal plus seine erste Folge von der Staffel 2 verlinkt. Auch da unbedingt vorbeischauen. So, wir haben eigentlich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Unser Torwart ist Alisson, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall eine 84 ist auf jeden Fall okay. Ist jetzt nicht so krass wie De Gea in der letzten Staffel, aber ist auf jeden Fall okay. Dafür haben wir eine richtig, richtig gute Mannschaft vorne drin mit Neymar, mit Marcelo, Coutinho, Gabriel Jesus, bla bla bla. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal rein hier gegen die Schweiz und ja, mal gucken, wie das so läuft. Das wird für mich auf jeden Fall ziemlich schwer. Ja, wobei. Gegen Neymar und so. Ja, gut, das wird für dich immer schwer, ja, ja, stimmt. Ja. Aber du hast jetzt mit der Schweiz hast du ja Jan Sommer. Also ja, genau, 83 also Sommer geht auf jeden Fall klar, ja. Aber jedes Mal, egal mit was für einem Gegner, habe ich halt immer Neymar und so. Ja, das stimmt. Das wird hart. Das wird schon hart, ja. So, die Spieler stehen auf dem Feld. Die Nationalhymnen erklingen gleich. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst einfach mal eine Bewertung da. Würde mich freuen. So, das Spiel hat begonnen. Brasilien ist natürlich eine gute Mannschaft, wie du schon gesagt hast, aber die Schweiz ist nicht übel. Da hast du auf jeden Fall schon mal eine gute Mannschaft zum Beginn. Denn die hat natürlich auch dich rausgehauen damals in Staffel 1. Also kann man schon was erwarten eigentlich. Komm, da ist er da. Die Boxabwehr. Komm, aber ja, komm, mach irgendwas. Der Ball kommt auf Neymar. Der legt ihn nochmal quer und da ist der Ball drin. Das war Gabriel Jesus, gar nicht Neymar. Dachte, das wäre Neymar. Ups. Aber richtig gut gemacht, dass er ihn hier nochmal quer gelegt hat und zack. Da hast du halt echt keine Chance, wenn er da nochmal überlegt. Angefangen zu verschieben, aber... Wenn er da nochmal überlegt, das ist crazy. 1-0. Das macht er dann auch... Ja, da ist Scheiße. Das nächste Tor. Den hätte man eventuell haben können. Aber auch das ist natürlich schwierig, wenn die so nah am Tor stehen. Das ist... Also ich hätte nicht gehalten, aber... Ja. Im Sommer, was ist da los? Waren halt alles gegeben. Richtig nah am Tor. Ah, ja, okay, das war echt nah. Man hätte ihn schon haben können, wenn man jetzt krass wäre, aber... Naja... 2-0, Gabriel Jesus hier, gerade mit der Vorlage, jetzt mit dem Tor, richtig geil. Oh, jetzt mal ein Konter, 1-1. Das ist jetzt aber krass. Und da ist es, der Anschlusstreffer, 20. Minute. 2-1, krass. Überlaufen die Abwehr. Ja. Da hat irgendwas nicht ganz funktioniert bei den Brasilianern. Und dann ist er da einfach durch, der Schweizer. Ja, 1-1. Was? Oh, da waren vier. Ja, ich habe schon gesehen. Bin gesprungen, ein bisschen komisch, aber. Habe nicht mehr gekickt. Die habe ich halt nur einen Schritt nach rechts gemacht. Weil ich. Wäre nicht da gewesen, ist noch ein bisschen. Ich wusste nicht, ja, eben. Ich wusste nicht, wohin er schießt, wann er schießt. Und dann, ja, der Schritt nach rechts, da der Fehler. 2-1. Da kommen sie schon wieder. Oh, jetzt steht er frei vom Tor. 3-1, Neymar. Der nicht gegen den Pfosten gegangen, sondern auf mein Tor hätte ich ihn gehabt und dann wäre der nicht zu Neymar gekommen. Und so, boah, habe ich hier Pech. Ohne Scheiß. Och, Mann. Ja, das war es. Sag ich dich traurig. Ah, du tust mir leid. Jetzt noch nicht der Tag des Jan Sommers. Nee. Und auch nicht des Jan Janodopoulouses. Ah. Ja, ein bisschen Pech. 3-1 nach 22 Minuten. 4 Tore, krass.
Oh, die Schweiz. Ah, da kommt kein Kopfball. Jetzt geht's los. Oh, da kommt kein Pass. Ja, da kommt kein Kopfball. Da kommt kein Pass. Ah, ja, jetzt hier die. Oh, gut gespielt. Und dann daneben ist es dann Ernst Shaqiri. Ich weiß nicht, wo ich da hingekommen bin. Ich habe mich so beeilt. Oh, da. Nee, da wäre ich nicht mehr hingekommen. Also hätte der. Der hätte richtig gepasst, wenn er. Ich weiß nicht, wie der den daneben geschossen hat. Keine Ahnung, wie man sowas schafft. Vollidiot. Neymar! Oh. Jawoll! Ist doch. Was geht hier denn ab? Hau da den in den Winkel, ey. Brasilien geht ja richtig steil. Alter, ich hätte da gar keine Schnitte. Komm ich nicht hin? Alles gegeben. 4 zu 1. Geht nicht. Ja, das ist auch wieder so ein angeschnittener Finesse-Schuss. Da kannst du eh nicht viel machen. Oh, krass. Hammer. Schweiz hätte Anschlusstreffer machen können. Das steht jetzt einfach 4-1. Ja, wenn man vorne nicht macht, kriegt man hinten die alte Fußballregel. Jopp. Wir müssen den Ball wieder in den Strafraum bringen. Eventuell könnte es dann was werden. Oh, da setzt er sich nicht gut durch. Oh, da kriegt er den Ball wieder. Oh, nee. William. Mann. Jetzt wieder ein Konter. Oh, Konter. Ja, gut rübergespielt. Das ist... Oh, shit. Oh. Was macht mein Torwart? Zwei. Was? Oder wäre es aber beinahe rangekommen? Ja, ja, aber was hat er gemacht? Ich dachte auch, dass er rankommt eigentlich und dann so war. Oh, was. Shit. Ich dachte echt, dass er rankommt. Das ist ärgerlich. Oh, da stehst du richtig dann. Ja, das ist halt FIFA. Ich habe nach rechts gedrückt und ich wollte ihn halt kriegen, aber... Dass der dann so doof springt, das ist... Boah, es hätte jetzt aber auch 4-3 stehen können, ne? Hätte schon. Wirklich, also das ist richtig dumm, dass er daneben geschossen hat. Aber schon zweimal ein Konter und schon zweimal der Typ, der hier getroffen hat. Ja. 4-2 einfach und hier die nächste Chance. Marcelo! Alter! Was ist denn hier los? Alter, jeder Schuss ein Treffer. Was war das? Replay? Kann ich auch mal einen Ball halten? Was? Jeder Schuss ein Treffer? Was ist hier los, Alter? Alter, ich will mal einen Ball halten. Was ist das für ein kack Torwart? Also mit dem Torwart habe ich ein paar gehalten damals gegen Deutschland. Gegen dich. Also so, weiß nicht, das Brasilien ist einfach krass. Trainer, die direkte Antwort... Und in der 39. Minute steht es 5-2. 7 Tore nach 40 Minuten. Ja, da sind wir noch da, den Fuß dazwischen. Verhindern hier den nächsten Treffer. Hier geht's echt richtig ab. Ja, hat nicht viel gefehlt. Wir sind wieder am Strafraum. Und da kommt der Schuss neben das Tor. Da wärst du auch zur Stelle gewesen, denke ich. Ja. Die 4 Minuten Nachspielzeit sind jetzt bald rum. Einfach 4 Minuten wegen so vielen Toren. Richtig, richtig krass. 4 Minuten in der ersten Halbzeit. Ist das nicht voll selten? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Halbzeit. 7 Tore in einer Halbzeit. Aber ich bin gespannt, unnormal, wie das weitergeht. Also entweder es hört jetzt langsam mal auf oder... Wir erleben hier ein absolutes Spektakel. Ja, nicht schlecht für die Tordifferenz, wenn es so weitergeht. Hilfe! Hilfe! Hilfe. Ah! Oh, was? Ey, das kann... oh Gott, was ist das denn hier? Oh, was? Einfach nur Angst. Jede Sekunde habe ich in diesem Spiel Angst. Dass irgendwas passiert. Das ist, dieses Spiel bringt dich um den Verstand. Oh, den hat er. Den habe ich. Uiuiui. Ja, musst du dich auch mal auszeichnen hier. Ein bisschen aufbauen wieder. Ja. Aber das war fast das 6. Tor hier gefallen für Brasilien. 11, bitte nicht. Jetzt die nächste Möglichkeit. Ey, ich gehe doch schon ganz rechts rüber. So, ich stand schon viel zu weit rechts. Weil ich geahnt habe, dass er da hinschießt und dann schießt er trotzdem hin und ich halte ihn trotzdem nicht. Boah, dann tust du mir so leid einfach. Ein Fick auf dem Stellungsspiel geben. Boah, das tust mir so leid. Da bin ich ganz nach rechts gegangen und so. Oh. Da ist das 6 zu 2.
Alter. Die sind aber auch immer voll nah, die sind immer so 7 Meter oder so entfernt. Da kann ich einfach nichts machen. 10 Schüsse, 6 Tore. Mann, oh Mann. Jetzt kommt die Schweiz mal wieder. Oh ja, komm. Boah, der hat ihn richtig abgeräumt. Was? Richtig abgeräumt. Boah, was? Die faulen auch die ganze Zeit, das ist aber nix. Komm, jetzt machen sie in der letzten Minute hier noch das Tor. Kann sogar tatsächlich sein. Nee. Ja, Brasilien ist echt verdammt, verdammt gut. Also wenn die ganze Zeit so spielen, dann habe ich hier auf jeden Fall einen Final-Favoriten. Einen Titel-Favoriten, meine ich. Und ja, also in der zweiten Halbzeit, gut, haben sie jetzt nicht mehr ganz so viele Tore gemacht, aber das ist vielleicht auch besser so. Und es gibt jetzt tatsächlich nochmal Freistoß. Gelb, ja, da muss man ja auf jeden Fall Gelb für geben. Was? Auch bestochen. Ja, ich glaube auch. Neymar jetzt nochmal mit dem Freistoß. Ich bezweifle es, dass es was wird, aber einfach mal angucken. Ja, gib mir den Ball. Alter. Da muss es tatsächlich nochmal hingehen. Das war's von diesem Spiel und von dieser Folge. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr ganz so krass viele Tore gemacht, aber ich meine, komm, also 6:2 ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Kann man mal machen. Serbien hat mit 1:0 gegen Costa Rica gewinnen können, ist somit auf Platz 2. Wenn wir so weitermachen, dann gewinnen wir hier die WM, also das wäre ja richtig crazy. Aber erstmal jetzt am Boden bleiben, das war erst das erste Spiel. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das gegen Costa Rica läuft. Das seht ihr in der nächsten Folge. Schaut jetzt, wie gesagt, unbedingt, wenn ihr das noch nicht getan habt, bei Jan vorbei, bei Jans Folge. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in 2 Tagen wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao. We'll